So, hallo und herzlich willkommen beim heutigen Workshop zum Thema Stickmaschine, bei dem zweiten Workshop zu diesem Thema. Ich heiße Jakob, hinter der Kamera steht Isabelle, die mich schon wieder bei meinem Workshop unterstützt. Und gleich am Anfang, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, entweder zu heutigem Thema oder halt allgemein zum Lab, immer gerne fragen. Dafür ist der Chat da. Und jetzt noch dazu, was uns heute erwartet, weil, wie ich schon gesagt, es gab schon einen Workshop zu diesem Thema. Und heute werden wir das, was wir schon letztes Mal gelernt haben, am Anfang ein bisschen wiederholen, aber danach auch erweitern. Letztes Mal hat die Technik nicht wirklich mitgespielt, also auch wenn ihr letztes Mal was nicht gesehen oder verstanden habt, keine Sorge, ich werde es heute nochmal schnell erklären. Also das kommt am Anfang, die Wiederholung der Grundlagen zu der Stickmaschine. Davor stelle ich wie immer das WinLab kurz vor. Und danach schauen wir uns an, wie man auch kompliziertere Sachen mit der Stickmaschine sticken kann. Letztes Mal haben wir ja nur einfache Formen, die man mit dem eingebauten Computer in der Stickmaschine sticken kann. Heute schauen wir uns an, wie man zum Beispiel in Illustrator entworfene Formen mit der Stickmaschine sticken kann. Und dafür braucht man ein Computerprogramm und das heißt PE Design. Also auch das schauen wir uns heute an. Also wir werden das ganze Vorgehen dann durchgehen und ich werde dann alles erklären, worauf man dabei achten muss und wie das Ganze dann abläuft. Das jetzt noch allgemein zum Vorgehen. Ich hoffe, man kann mich gut hören. Wenn nicht, bitte sofort sagen, es gab schon Fälle, wo man mich dann 10 Minuten nicht gehört hat. Also bitte, wenn euch sowas auffällt, dann immer gleich im Chat melden. So, zum Anfang, so zur Einführung. Und jetzt kommen wir schon zu meiner PowerPoint. So, das ist das WinLab-Logo, wie immer am Anfang. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ihr das noch nicht gesehen habt, wenn ihr schon unsere Workshops mal angeschaut habt. Also sage ich das wirklich nur ganz kurz. Wir sind ein Makerspace, ein FabLab, also auf Deutsch eine offene Werkstatt, mit dem Ziel, Zugang zu modernen Technologien, die man normalerweise nicht zu Hause hat, wie zum Beispiel 3D-Drucker, Lasercutter oder Stickmaschine oder auch VR, auch das haben wir im WinLab, hat den Zugang dazu zu ermöglichen. Wir sind ein Teil der Forschungsgruppe und wir sind seit 2014 hier in dem Bereich tätig. Das ist der Campus von TH Wildau, wo ihr uns finden könnt. Da sieht man das noch schön auf der Karte. Jetzt geht es leider nicht, aber sonst in Nicht-Corona-Zeiten könnt ihr zu Open Lab Days immer mit der S-Bahn direkt zum Campus kommen und dann gleich ins WinLab. Genau, also hier sieht man das nochmal schön. Das ist sogar ein Foto, das direkt vom WinLab gemacht wurde. So einen schönen Ausblick haben wir da. Das sind ein paar Projekte, die hier entstanden sind. Oft so Kleinigkeiten, zum Beispiel mit einem 3D-Drucker gemacht, wie hier der Fernsehturm. Oder also ein Anhänger mit dem Lasercutter. Oder hier zum Beispiel so ein Stempel. Auch das kann man hier basteln. Nicht nur Kleinigkeiten, aber auch größere Projekte sind im WinLab entstanden. Zum Beispiel hier für einen Fernsehsender so ein Tisch oder hier dieser Stuhl
mit parametrischem Design entworfen. Auch das hat man dir gedruckt. Die Folie ist jetzt leider wieder so. Ich muss leider sagen, es finden im November keine Open Lab Days statt, aber unsere Online-Workshops machen wir natürlich weiter. Jeden Mittwoch um 16:30 Uhr auf YouTube und hoffentlich, also Stand jetzt, gehen wir davon aus, dass im Dezember dann wieder Open Lab Days stattfinden können. Auch wenn ihr nicht persönlich zu uns kommen könnt, könnt ihr uns zumindest auf Social Media verfolgen, also Facebook und Instagram. Auf Instagram sind wir ganz aktiv. Es gibt da dreimal pro Woche mindestens etwas Neues, irgendeinen Beitrag und auch die Neuigkeiten dazu, wann wir wieder für alle offen sind, werden da auch veröffentlicht. Das war allgemein zum Lab, aber jetzt kommt schon unser heutiges Thema, und zwar die Stickmaschine. Diese Folie habe ich von meinem ersten Workshop übernommen. Einfach nur als Wiederholung. So sieht die Stickmaschine aus, die wir im VinLab haben. Es ist die Brother VR von dieser japanischen Firma Brother Industries. Sie gehört zu, würde ich sagen, zu der Mitte von dem Spektrum. Es gibt halt einfachere Stickmaschinen, aber auch kompliziertere, die zum Beispiel die Farben von den Faden einfach wechseln können, ganz automatisch. Das kann unsere Stickmaschine nicht. Da muss man das manuell wechseln. Aber sie kann schon deutlich mehr als diese einfache. Das heißt, sie gehört ja, wie gesagt, zu der Mitte. Das ist sie. Und da kommen wir jetzt endlich zum praktischen Teil. Und ich werde jetzt nochmal schnell erklären, aus welchen Teilen die Stickmaschine besteht, worauf man dann beim Sticken achten muss. So, da es bisher, also die ersten Minuten eher theoretisch waren, möchte ich jetzt gleich, ohne etwas Genaueres zu erzählen, euch einfach zeigen, wie die Stickmaschine arbeitet. Ich habe hier schon einen Teil von dem Bild, was ich sticken wollte, gestickt. Jetzt kommt eigentlich das Ende davon. Und es ist eine Form, die ich schon bei einem von unseren Workshops zu sehen war. Und alle, die beim ersten Illustrator-Workshop dabei waren, können sie bestimmt wiedererkennen. Also einfach hier, wenn ich hier auf diesen Knopf drücke, dann geht's schon los.
Damit wird uns signalisiert, dass das Stecken abgeschlossen ist. So kann man das jetzt einfach von der Steckmaschine wegnehmen und ich zeige euch, was da jetzt eigentlich entstanden ist. Es ist eigentlich die Form, die wir beim ersten Illustrator Workshop gemacht haben. Und das heißt, es ist eine Grafik, die man im Illustrator entworfen hat und die man hier nicht nur mit den eingebauten Formen stricken kann. Und wie eigentlich gehen wir das jetzt, haben wir mit dem Ende angefangen. Und was man alles dafür machen muss, um dazu zu kommen, also um diese Form zu stricken, das werden wir jetzt uns genau in einzelnen Schritten anschauen. So, jetzt allgemein zur Strickmaschine. Hier oben ist es ja klar, da sieht man die einzelnen Seiten, die Garnrollen. Dann hier, das sind die einzelnen Teile der Fadenführung. Zum Einfädeln kommen wir dann gleich. Hier, das ist der Stickarm. Das ist eigentlich der bewegliche Teil von der Stickmaschine. Sonst bewegt sich da eigentlich gar nichts. Da wird dann der Rahmen so eingespannt, wie das da davor war. Und das hier, der Teil bewegt sich halt nach vorne, nach hinten, nach rechts, nach links. Sonst bleibt eigentlich alles stehen. Die Nadel, die bewegt sich natürlich nur nach oben und nach unten. Die Form wird eigentlich nur rein durch die Bewegung von dem Stickarm bestimmt. Das zu der Funktionsweise. Was wir beim letzten Workshop noch nicht gesehen haben, war hier der Teil. Da findet man den Unterfaden. Ist eigentlich genauso wie bei einer Nähmaschine. Nichts wirklich Kompliziertes, aber manchmal verursacht auch der Unterfaden Probleme, also so, dass ihr wisst, wo man ihn finden kann. Das war jetzt allgemein dazu. Dann muss man wissen, welchen Stickrahmen man für sein Projekt verwenden muss. Und dafür haben wir hier mehrere Stickrahmengrößen. Ich habe hier, das ist so diese universale, aber natürlich, wenn man was Kleines stickt, braucht man ja nicht so einen großen Stickrahmen. Wir haben hier mehrere. Die sehen dann so aus, also zumindest zum Beispiel, wenn man ein T-Shirt oder so mit einem kleinen Bild bestickt, reicht da oft nur dieser kleine Stickrahmen. Aber es gibt auch einen großen Stickrahmen und da kann man wieder große Sachen, große Logos oder Text halt auf Textilien stecken. Dann muss man, wie ich auch erwähnt habe, wissen, wie man den Faden einfädeln kann. Das ist manchmal vor allem am Anfang ziemlich tricky. Darum zeige ich das jetzt ganz langsam, wie das geht. Ja, das ist jetzt nichts. Entschuldigung, auch das passiert. Manchmal funktioniert nicht alles, wie man es sich wünscht. Ja, also hier haben wir dann den Faden. Wir werden jetzt wieder den schwarzen einfädeln. Es ist alles eigentlich ganz übersichtlich nummeriert. Hier sieht man eine 1, also da geht man durch. Hier ist dann eine 2, also durch dieses Loch. Hier die 3, da muss man vorsichtig sein, muss es da drunter kommen. Das ist dann die Fadenspannung, also einmal im Uhrzeigersinn um die Fadenspannung herum. Hier nochmal ganz unten. Da ist es gleich wie bei einer Nähmaschine mit 4 markiert. Dadurch
Das war die 5. Hier kommt der meiner Meinung nach schwierigste Teil. Das ist die 6. Da muss man das durch dieses Loch bekommen. Und dann hier ist dann dieser Draht. Also das muss dann dahinter kommen. Ja, und ab diesem Punkt ist es eigentlich ziemlich einfach. Hier muss man nur diesen Knopf drücken. Da kommt dann der Einfädler. Dann muss man nur ganz unten den Faden führen und hier dann so abschneiden. Dann nochmal den gleichen Knopf drücken und dann ist es schon eingefädelt. So einfach ist es. Kann jetzt vielleicht auf dem Video nicht so einfach wirken, aber wenn man das schon ein paar Mal gemacht hat, dann weiß man schon ganz genau, wie das geht. Worauf man dann noch achten muss, ist der Stoff, den man besticken möchte. Und da muss man unterscheiden, ob das elastisch ist oder halt fest. Wenn der Stoff fest ist, wie zum Beispiel hier, dass es halt einfach nicht elastisch ist, muss man gar nichts weiteres machen, als das hier in den Rahmen einspannen. Aber wenn der Stoff elastisch ist, muss man das, oder sollte man nicht vergessen, das mit diesem Vlies noch zu unterlegen. Das dient dann als Unterstützung. Und weil, wenn der Stoff elastisch ist, biegt er sich natürlich deutlich mehr. Und da braucht man wirklich eine Unterstützung von unten. Habe ich aber schon letztes Mal alles genau erklärt. Also da, wenn ihr genau sehen wollt, wie das dann geht, dann könnt ihr den ersten Teil anschauen. Da wir aber jetzt gleich sticken werden, werde ich jetzt zeigen, wie man da nochmal den Stoff einspannt. Das mache ich hier. Und es ist wirklich nichts Kompliziertes. Das ist der äußere Rahmen. Hier legt man darauf den Stoff und dann darauf, man muss es, hier ist so eine Schraube, die muss man ein bisschen lockerer machen. Und darauf dann Stoff. So wird es dann eingespannt. Danach muss man das hier wieder festmachen. Und danach ist es ganz nützlich, noch einen Schraubenzieher zu nehmen. Und dann immer, hoppla, immer darauf achten, dass das wirklich fest eingespannt ist, weil sonst kann es auch dazu kommen, dass es beim Sticken ganz gut aussieht. Aber dann, wenn man das von dem Rahmen wegnimmt, dann kann das dann so ein bisschen verzerrt sein. Und das will man natürlich vermeiden. Also immer kontrollieren, dass das gleichmäßig alles eingespannt ist. So kann man das dann festmachen. Also hier sieht es, glaube ich, ziemlich gleichmäßig aus. So kann man dann prüfen, ob das, dass das fest genug ist. So kann man das noch ein bisschen anpassen. Und dann ist man schon fürs Sticken vorbereitet. Dann setzt man den Rahmen so ein. Ich glaube, ich werde es jetzt nicht in dem Video genau beschreiben, weil ist eigentlich nichts Kompliziertes. Hier muss man diese Schraube ein bisschen lockerer machen und dann einfach so rein.
dann einmal festmachen, noch einmal, dann ist man schon vorbereitet. Worauf man immer achten sollte, ich rede wieder aus eigener Erfahrung, dass man immer schaut, ob da irgendwas unter dem Rahmen ist, beziehungsweise nicht ist, weil ist mir auch schon passiert, dass ich hier also auf meinem T-Shirt was gestickt habe und dann das T-Shirt so zusammen genäht habe. Also das will natürlich jeder von euch bestimmt vermeiden. Also mein Ratschlag ist immer, immer schauen, ob das gut, ordentlich eingespannt ist. So ist man eigentlich vorbereitet. Und was ich auch schon letztes Mal gesagt habe, war, dass es hier auf dem Display nur einfachere Sachen gibt. Also Text kann man grundsätzlich nur damit sticken. Natürlich gibt es da weniger Schriftarten als im Computerprogramm. Und auch die Formen sind natürlich begrenzt. Ich zeige es nur ganz schnell. So sieht die Oberfläche aus. Da kann man aus diesen 6 Kategorien wählen. Das ist natürlich Text, ist glaube ich selbst erklärend. Das sind insgesamt 20 Schriftarten, die wir da haben. Wenn man mehr will oder eine eigene Schriftart, muss man schon mit dem Computer das alles einstellen. Es gibt hier auch Bilder, die man hier auswählen kann, aber natürlich auch nicht so viele. Auch diese Umrahmungen oder Verzierungen, die gibt es hier. Also wirklich, wenn man etwas Einfaches, Schnelles möchte, dann geht es nur mit dem Programm. Ich werde jetzt da genau was Einfaches auswählen, um zu schauen, um zu zeigen, wie das geht. Und dann kommen wir schon zu dem zu PE Design. Und da werden wir uns anschauen, dass die Möglichkeiten, die dieses System anbietet, uns noch in Grenzen halten und dann das, was man alles mit PE Design einstellen kann, ist natürlich was ein komplett anderes Niveau. Genau, also hier nehmen wir einfach hier so eine einfache Form. Hier gibt es die einzelnen Kategorien. Mir gefällt da wie ein Herz. Da gibt es verschiedene Arten davon. Man nimmt hier einfach das, was man möchte. Und hier sind die anderen Einstellungen. Da kann man zum Beispiel die Größe anpassen. Man kann es ein bisschen kleiner machen. Größer. Die Position kann man natürlich davon auch ändern. Die Stickmaschine ist so schlau, ich verstehe immer noch nicht genau, wie sie das erkennt, aber sie erkennt einfach, welchen Stickrahmen man da eingesetzt hat. Und das sieht man hier mit der Linie, welche Größe man zur Verfügung hat. Farbe, wie ich gesagt habe, ist eigentlich egal, welche hier dargestellt wird. Wir müssen sowieso, wenn wir in mehreren Farben sticken, den Faden manuell wechseln. Das heißt, es ist eigentlich egal, welche Farben da eingestellt sind. Aber man kann das natürlich, wenn man zum Beispiel anschauen möchte, wie das so aussehen würde, kann man hier auch die Farben ändern. Genau, dann gibt es hier noch ein paar andere Einstellungen. Das werden wir aber heute nicht mehr besprechen. Ich habe letztes Mal auch ein bisschen was dazu gesagt, also verweise ich jetzt wieder auf den ersten Workshop. Genau, also hier drückt man dann einfach auf Sticken. Dann hier kann man auch die Geschwindigkeit davon auswählen. Das sind Stiche pro Minute. 700, so schnell ist die Stickmaschine, habt ihr ja davor gesehen. Und dann geht man einfach auf Sichern und dann leuchtet schon dieser Knopf grün und dann einfach darauf.
dann fängt schon die Stickmaschine zu sticken und ab dem Zeitpunkt läuft alles automatisch. Genau, damit ist man fertig. Mit einer einfachen Form kommt man ganz gut nur mit den vorprogrammierten Sachen ganz gut voran. Aber ich rede hier schon seit einer halben Stunde über PI-Design und jetzt kommt endlich der Moment, wo ich euch zeigen werde, wie das genau geht. Und dann darum gehe ich jetzt wieder Richtung Computer und zeige euch dann, wie das dann alles funktioniert. So, die Präsentation brauchen wir jetzt nicht mehr. Und wir brauchen PI Design. So sieht das Icon davon aus. Und das ist schon die Oberfläche. Das kommt immer am Anfang, wenn man das Programm startet. Aber eigentlich hat es mir nie wirklich weitergeholfen. Also werde ich den Assistenten schließen. Und das ist schon die Oberfläche. Es erinnert ganz schön an das Design von Windows 7, also ein bisschen veraltet, aber man schafft damit echt viel. Ist eigentlich alles ganz logisch, alles ganz selbsterklärend. Hier oben, das ist immer diese Leiste, wo man dann zum Beispiel Text hinzufügen kann. Also hier zum Beispiel ganz normal Text wie bei Word oder Illustrator oder anderen Apps und dann kann man einfach eintippen, was man möchte, zum Beispiel WinLab. Genau, und dann sieht man sofort, wie das dann, wenn das dann fertig gestickt ist, aussehen sollte. Dafür haben wir hier das andere Tab, das ist Ansicht und hier gibt es eigentlich drei Ansichtsmöglichkeiten. Das erste ist durchgezogen, da ist es einfach ganz normal in der Farbe oder in den Farben dargestellt, wie man das hier auswählt. Also da sieht man jetzt nicht wirklich, wie das dann am Ende aussieht. Aber wenn man hier diese zweite Möglichkeit auswählt, da sieht man wieder ganz genau, wie die einzelnen Stiche da gemacht werden von der Stickmaschine. Also da sieht man wirklich jede Richtung von jedem Stich. Also das ist jetzt der Unterschied zwischen durchgezogen und Stich. Aber auch Stich ist nicht immer als Darstellung ideal, wenn man da was entwerfen möchte. Ich persönlich finde realistisch am schönsten und am nützlichsten. Da sieht man auch die Stiche, aber auch so realistisch, wie es dann am Ende aussehen sollte.
Genau, also das waren die drei Darstellungsmöglichkeiten. Und wenn man zum Beispiel hier Text hinzufügt, dann kann man natürlich jede beliebige Schriftart nehmen, die man möchte. Das macht man hier rechts. Oder was man noch machen kann, ist hier oben bei Text. Da kann man die Schriftart auswählen. Es gibt Schriftarten, die für Sticken genau geeignet sind. Das sind die, die ganz oben zu finden sind. Die sieht man hier. Es sind diese Schriftarten. Und dann, das sind die so schwarz dargestellt sind. Dann kommen die schon grau sind. Das sind alle anderen Schriftarten. Das heißt, diese 120 Schriftarten, das sind die wirklich dafür geeignet sind. Hier unten, man kann natürlich jede beliebige Schriftart nehmen, aber dann macht man das schon sozusagen auf eigene Verantwortung und man muss da halt selber schauen, ob das wirklich auch wenn die Schriftart zum Beispiel ganz dünn ist, die sieht vielleicht digital ganz schön aus, aber ob das die Stickmaschine schafft, das ist natürlich eine andere Frage. Das heißt, man kann grundsätzlich jede Schriftart nehmen, die man möchte. Zum Beispiel auch sowas Dünnes. Aber in dem Fall zum Beispiel wäre ich mir nicht sicher, ob das die Stickmaschine schafft. Das heißt, Entschuldigung, würde ich zuerst immer in den ersten 100 Schriftarten suchen. Das war grundsätzlich dazu. Aber natürlich ist der Schrift nicht das Einzige, was man sticken kann. Es gibt hier natürlich genug Formeln. Entweder wieder diese vorprogrammierte, die kennt man ja aus anderen Windows-Programmen. Also hier zum Beispiel wieder Herz oder Stern. Das ist alles kein Problem für BE Design. Und da kommt jetzt diese andere Einstellung. Und zwar, das erinnert mich jetzt wieder ein bisschen an Illustrator. Hier oben sieht man diese zwei Zeilen. Hier oben, das ist Zickzack-Stich. Man kann hier immer die Stichart auswählen. Und um jetzt klar zu machen, was man eigentlich damit einstellt, werde ich die Farbe jetzt davon ändern. Ich nehme jetzt hier eine blaue. Und genau, das ist, was ich gemeint habe. Wie bei Illustrator, es gibt halt eine Einstellung für die Füllung und eine für die Formkontur. Und genau das oben ist jetzt diese Kontur, die gestickt werden kann mit einer von diesen Sticharten. Und dann, das ist dann die Füllung. Es gibt hier wieder mehrere Arten. Ist ganz spannend, die einzelnen Unterschiede dann zu sehen. Aber das kann man leider auch im heutigen Workshop gar nicht alles ausprobieren. Dafür braucht man wirklich viel Zeit. Grundsätzlich nimmt man immer als Füllung Füllstich, aber wie gesagt, es gibt mehrere Möglichkeiten. Nicht alles funktioniert immer so, wie man das will, aber zum Beispiel Satinstich ist bei manchen Sachen ganz schön, aber grundsätzlich für viele Formen, die man macht, die man stickt, ist dann Füllstich am besten. Wenn man natürlich keine Füllung oder keine Form möchte, kann man hier einfach sagen, nicht genäht, dann macht man eigentlich nur die Füllung ohne Kontur. Das gleiche ist auch mit der Füllung. Kann man sagen, ich will keine Füllung. Das geht alles. Hier links sieht man dann die Reihenfolge, also wie das dann gestickt wird. Da sieht man auch, wie die Stickmaschine dann vorgeht. Also sie macht zuerst
den Text, dann macht sie das Herz und dann den Stern. Das alles kann man auch anpassen, wie man möchte. Kann man einfach so darauf klicken und rüberziehen. Das geht alles. Man muss dann vor allem, wenn man in mehreren Farben was stickt, muss man dann natürlich darauf achten, dass man dann das so einstellt, dass man nicht tausendmal zum Beispiel zwei Farben zwischen zwei Farben wechseln muss. Also dass man das auch so, so anpasst, damit es dann am schnellsten geht. Genau, das sind die Grundlagen von PE Design. Es gibt hier aber weitere Sachen. Die Formen sind nicht das Einzige, was hier Brother zur Verfügung gestellt hat. Hier rechts gibt es dann so eine Designbibliothek und da gibt es noch viele schöne Sachen, die schon wirklich für Sticken gemacht worden sind. Also, wie ich jetzt gleich zeigen werde, man kann natürlich auch jedes Bild, das man im Internet findet, auch sticken. Aber dann muss man wieder auf die Umwandlung ins Vektorformat. Dabei muss man ja aufpassen. Und ob das die Stickmaschine dann tatsächlich so umsetzt, das ist halt nicht immer ganz sicher. Das heißt, diese Formen haben den Vorteil, dass man einfach weiß, so ungefähr, wie man das hier sieht, wird es dann auch gestickt. Da gibt es verschiedene Kategorien, zum Beispiel hier speziell für Kinder, also hier zum Beispiel sein Hubschrauber. Genau, und dann sieht man hier die verschiedenen Farben. Man kann wieder alles anpassen. Hier links, wenn man hier das da markiert, kann man die Farbe ändern. Hier oben in der Leiste. Und dann wieder rechts bekommt man dann die einzelnen Möglichkeiten. Was Brother Garnrollen betrifft, die haben da ein genaues System dahinter, sodass man wenn man eine genaue Farbe im Internet findet, hat sie so einen bestimmten Code und die werden hier dann alle dargestellt. Aber es gibt hier wieder tausend andere Möglichkeiten. Und letztendlich hängt es dann nur davon ab, was man dann tatsächlich in die Stickmaschine dann einfädelt. Das ist eigentlich nur so zur Vorstellung. Könnte man wirklich alles ändern. Ist alles super einfach. Was noch ganz nützlich sein kann, wenn man eine Form größer macht, das geht alles ganz einfach. Kann man dann auch die Richtung von dem Fürstich dann genau bestimmen. Und das macht man hier bei Stickattributen. Und da wird es wieder unterschieden, ob das jetzt bei der Kontur eingestellt wird oder bei der Flächenfüllung. Und manchmal, ich persönlich mache die Dichte, also in der Einheit Stich pro Millimeter, ein bisschen größer, weil es dann passieren kann, dass da ab und zu so eine leere Stelle ist. Also die Dichte kann man hier ganz gut anpassen. Und auch die Richtung, die ich gerade erwähnt habe, kann man dann auch so beliebig ändern. Hier sieht man, dass er sich gerade geändert hat. Zum Beispiel, was ich aus meiner Erfahrung sagen kann, wenn man zum Beispiel ein Quadrat stickt, ist es nicht immer günstig, die Richtung
ganz gerade einzustellen, also bei 0 Grad, weil das wird zwar in dem Programm nicht angezeigt, aber es kann dann vor allem an den Rändern ein paar Probleme verursachen. Also das ist wieder so mein persönlicher Hinweis. Genau, das war eigentlich das Wichtigste, was man alles in PI Design machen kann. Und ich habe schon letztes Mal und heute am Anfang versprochen, dass ich euch zeige, wie man dann eigene Formen hier importieren kann und dann mit der Stickmaschine sticken kann. Das geht alles einfach. Dafür werde ich jetzt die ganzen Formen löschen. Geht alles ganz einfach mit Delete. Und natürlich, wenn man etwas rückgängig machen möchte, geht alles mit Steuerung Z. Also diese Abkürzungen, die funktionieren bei PI Design genauso wie bei anderen Apps. Ja. Am Anfang haben wir so eine schöne Form gemacht. Die habe ich beim ersten Illustrator Workshop erstellt. Und das ist jetzt die Oberfläche von Illustrator. Wie genau Illustrator funktioniert und was man da machen kann und einstellen kann, könnt ihr bei unseren zwei Illustrator-Workshops genau anschauen. Da alles, was ich jetzt machen werde, da habe ich alles beschrieben. Also ich werde heute nur ganz kurz immer dazu was sagen, was ich mache. Aber Illustrator braucht man jetzt eigentlich nicht. Die Hauptsache ist, wenn man schon eine Form im Vektorformat in Illustrator hat, ist es super einfach, das in EMF, also Extended Metafile Format, umzuwandeln. Und das ist dann das Format, was auch PI Design dann tatsächlich lesen kann. Ich werde jetzt nur die Farbe davon ändern, weil ich heute nur einfarbig sticken möchte. Hier müsste man mehrmals den Faden dann wechseln und dafür bin ich heute einfach zu faul. Also werde ich jetzt einfach die ganze Form markieren. Und hier unten, da stellt man ja die einzelnen Farben ein. Das wäre hier rechts wäre die Kontur. Das ist dann die Fläche. Also wenn man da jetzt zweimal klickt, kann man dann sagen, man möchte die schwarze Farbe da einstellen und plötzlich ist das ganze Logo schwarz. Dann geht man einfach nur auf Datei und exportieren, exportieren als. Und hier wählt man dann EMF, also Enhanced Metafile. Ich habe es falsch gesagt, nicht in Extended, sondern Enhanced. Genau, dann nehme ich jetzt einfach einen Namen und dann einfach exportieren. Das war eigentlich alles, wofür wir heute Illustrator gebraucht haben. Jetzt gehen wir zurück ins PI Design und dann geht man hier oben auf Muster importieren. Man könnte denken, dass das mit der Möglichkeit aus Datei geht. Ich sage euch gleich, nein, es geht nicht. Warum auch immer. Also man muss immer Vektor, also von Vektorwelt auswählen. Und hier nimmt man dann das, was man gerade vom Illustrator exportiert hat und tippt einfach auf Öffnen. Dann ist man eigentlich, wenn man alles im Illustrator ordentlich eingestellt hat, fertig. Man kann hier nur ein paar Sachen anpassen. Zum Beispiel hier die Dichte oder die Richtung von dem Füllstich.
Das geht alles super einfach, wie ich gerade gezeigt habe. Ich habe es davor ausprobiert und da gab es tatsächlich ein paar leere Stellen. Also mache ich die Dichte jetzt ein bisschen höher. Noch vielleicht die Möglichkeit unternähen. Dazu kommen wir vielleicht bei einem Nähworkshop, was genau das dann bedeutet. Aber hier, also man kann es hier einfach ausmachen. Und hier dann die Richtung. Es gibt hier noch eine Möglichkeit, nicht nur die Richtung genau zu bestimmen, sondern auch automatisch. Dann sieht man hier, ich werde es zoomen, sieht man hier, dass es jetzt nicht so ist, dass eine Form alle Stiche in einer Richtung hätte. Also da wird es genau so angepasst, wie es für die Form am besten ist. Aber manchmal ist es auch nicht immer das Beste, was man machen kann. Also nehme ich jetzt einfach manuelle gerade Linie, lasse das alles so, wie das ist. Ja, und dann geht man hier einfach auf diese schöne Blume und man nimmt Speichern unter. Wählt da einen Namen dafür. Und dann einfach speichern. Dann, man kann das eigentlich so machen. Entweder hat man den Computer direkt mit der Stickmaschine verbunden. Wir haben das hier im Windup gerade nicht so. Wir nehmen immer einen Stick und damit kann man das auch dann übertragen. Also dann muss man das einfach nur auf dem Desktop finden. Das ist manchmal auch nicht so einfach, wo man das gespeichert hat. Aber ich hoffe, dass es mir gelingt. Genau hier ist es. So, und dann kann man einfach den Stick nehmen und zur Stickmaschine gehen. Festmachen und dann ist man eigentlich vorbereitet. Dann geht man einfach auf Sticken. Da geht man schon ganz genauso vor wie davor. Und genau dann einfach sichern und dann startet schon der Stickprozess. Um jetzt genau zu zeigen, welchen Unterschied das macht, wenn man die Geschwindigkeit ändert, kann man das hier jetzt zeigen. Man kann das jetzt so richtig hören. Wenn das nur 400 Stiche pro Minute sind, sieht man ja ganz schön, dass das deutlich langsamer geht, wenn man das dann wieder erhöht. Dann geht es gleich viel schneller.
Es kommt immer drauf an, was man stickt, wie kompliziert das ist, weil manchmal bei größerer Geschwindigkeit reißt auch der Faden häufiger als wenn man langsamer stickt. Man kann hier sehen, wie lange der ganze Stickprozess dauern würde. Hier sind das noch 12 Minuten. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ihr da die ganze Zeit dabei zuschauen wollt. Wenn ja, dann freut es mich sehr und ihr könnt dann gerne zu uns ins WinLab kommen und euch da den ganzen Tag die Stickmaschine anschauen. Geht natürlich, aber sobald wir wieder offen haben. Und um zu zeigen, wie dann das Ergebnis aussieht, habe ich das dann für euch schon davor gestickt. So wird es dann am Ende aussehen. Genau. Würde jetzt noch 12 Minuten dauern, aber geht eigentlich alles ganz automatisch. Und wenn alles so reibungslos funktioniert wie heute, ist es alles super. Ist leider nicht immer so. Manchmal will die Stickmaschine auch nicht alles machen, was man sich vorstellt. Aber so ist es oft und man findet da oft oder immer irgendeine Lösung dafür. Um zusammenzufassen, was wir heute gemacht haben, möchte ich jetzt noch mal sagen, was wir heute gemacht haben. Und ich frage jetzt noch schnell, ob es Fragen gibt. Wenn ja, dann bitte gerne im Chat fragen. Da gibt es sogar einen Kommentar. Wir können dich gut verstehen. Sehr gut. Das war wahrscheinlich am Anfang, wo ich gefragt habe, ob man mich gut verstehen kann. Also freut mich. Und wenn man noch eine Frage hat, dann bitte nochmal fragen. Wir haben heute gelernt oder wiederholt, wie eigentlich diese Stickmaschine funktioniert, wie man den Faden einfädelt, wie man den Stoff da einspannt und worauf man achten muss. Also vor allem, ob der Stoff elastisch oder fest ist. Dann haben wir geschaut, wie man und welche Formen man mit dem eingebauten Display da stecken kann. Aber wenn man dann eine persönliche oder eine eigene Form da stecken möchte, braucht man dafür schon einen Computer und das Programm BE Design. Wir haben das in Kombination mit Adobe Illustrator uns angeschaut. Natürlich kann man das auch mit jedem anderen Computer oder Grafikprogramm machen. Und genau damit haben wir dann das WinLab-Logo ins EMF-Format umgewandelt und dann so für das Sticken vorbereitet, dass das dann tatsächlich so schön rauskommt. Das war eigentlich alles für heute. Ich sehe, dass es da keine Fragen gibt, also hoffe ich, dass alles verständigt war und dass ihr vielleicht etwas Neues heute gelernt habt. Und damit möchte ich mich heute verabschieden, für eure Aufmerksamkeit mich bedanken und euch zum Workshop am nächsten Mittwoch einladen, wo es wieder ein spannendes Thema gibt. Das war es von mir heute. Bleiben Sie gesund und tschüss.